Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy VII Rebirth. Wir sind bereit, wir wollen gehen. Wo ist er? Da wartet er schon. Wir sammeln hier mal schnell alles ein hier. So. Ditte. Und das da auch. Muss ich mir wieder gerade hinsetzen. Ich habe mir irgendwie eine unmögliche Sitzposition angewöhnt. Mal raus hier. So. Schauen wir mal. Flieg uns ins nächste Kapitel. Na, darf's losgehen? Ja. Wir haben alles gemacht, glaube ich. Na, dann mal rein mit euch. Okay. Miau, 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 miau. Noch einer? Nee. Ihr habt gesagt, dass euer Feind Sephiroth sei. Ich muss eine Rechnung mit ihm begleichen. Ich begleite euch. Und jetzt? Ich schmeiß ihn gerne raus. Komm uns ja nicht in die Quere. Klar. Er hat die allercoolsten Klamotten von allen an. Neben Sephiroth. Hebt der Flieger denn jetzt noch ab? Nicht ohne einen verdammt guten Piloten. Aber keine Sorge, ich zähle schließlich zu den Besten. Es geht hier doch nicht um dich! Aerith. Ja? Warum ist die Fauna gestorben? War sie krank? Nicht wirklich, aber geschwächt. Und der Versuch, mir zur Flucht zu verhelfen, hat ihr dann die letzten Kräfte geraubt. Das glaube ich zumindest. Verstehe. Dann ist sie jetzt bestimmt glücklich. Meinst du? Du musst fest dran glauben und darfst den Mut nicht verlieren. Das bist du deiner Mutter schuldig. Danke. Werde ich tun. Ich warte schon die ganze Zeit. Wo ist denn der Gold Source? Dann müsst ihr hier denn langsam auftauchen. Mutter ist losmarschiert. Haben sie im Radio berichtet. Gibt also wohl wieder Krieg. Midgard zerstört und jetzt auch noch das. Shinra scheint vom Pech verfolgt. Geschieht ihnen recht. Aber ein Krieg würde auch Unschuldige treffen. Ja. Kriege sind voller Trauer und Schmerz. Darin ähneln sie Sephiroth. Nicht wahr? Sag mal, Leute. Wenn wirklich ein Krieg ausbrechen sollte, dann wird es hier oben sicher gefährlich, oder? Wenn ihr also noch irgendwo vorbeischauen wollt, dann tut es lieber jetzt. Was soll das denn? Was war das? Sag mal, Sid, ich glaub... Ja, ich weiß schon. Keine Sorge, alles im Griff. Okay. Oh, Kacke. Es besteht absolut kein Grund zur Sorge. Ich warte den Vogel und ich fliege ihn. Was soll da schon schief gehen? Also schön locker bleiben. Aber da war doch Platz zum Landen. Sag mal, der Motor hat doch gerade den Geist aufgegeben. Locker bleiben, habe ich gesagt. Ist das so schwer zu kapieren? Wir verlieren in Höhe. Sag mal, hat der Boden in den... Hey! Okay, dann mal locker flockig Wasser landen. Voilà, eine Wilderbuchlandung.
Und weg, Bilderbuch! Verdammte Degeneration. Kapitel 12. Die Jagd nach dem Schlüsselstein. Das ist alles so ruhig jetzt. Klaut, erinnert mich schon ein bisschen an Sora. Okay, das sollte reichen. Fast wie neu, oder? Aber die Flügel sind beschädigt. Ach, wusstet ihr das nicht? Nur ein Mann beherrscht sowohl Land, Luft als auch die stürmische See. Und sein Name ist Sid Highwind. Merkt's euch. Und was jetzt? Ihr dürft mich ab sofort Schiffskapitän Highwind nennen. Wer bereit ist, den See zu stechen, sagt Ei, ei. Ei, ei. Dann legen wir ab. Hinter den Bergen und der See liegt Costa del Sol. Und von dort aus geht's übers Land. Dann ist's entschieden. Raus aufs große Meer. Captain, unser Ziel heißt Costa del Sol. Ei, ei! Volle Kraft voraus! Durchquere die Meerenge. Schleunig. Kannst du uns bitte noch ein bisschen was über den Schlüsselstein erzählen? Kein Problem. Vor etwa 20 Jahren gab es bei Shinra einen Mitarbeiter, der sich sehr für Antiquitäten interessierte. Der hat die Firma überredet, das Reliquiar zu bauen. Und den Aufzeichnungen zufolge wurde eben dort der Schlüsselstein aufbewahrt. Hä? Ich dachte, der wäre im Goldforcer. Ja, jetzt lass mich doch erstmal ausreden. Dieses Reliquiar erfreut sich nämlich so großer Beliebtheit, dass man es direkt wieder geschlossen hat. Und in dem Durcheinander, das da erfolgte, ist der Schlüsselstein dann geschickt gegangen. Das wird ja immer besser. Irgendwelche Anhaltspunkte? Nicht direkt, aber vielleicht weiß der Kurator von damals ja was. Du meinst Dio. Oh, ach, wir waren doch gut informiert. Shinra und mich verbindet eine lange Geschichte. Dio hat den Gold Saucer konzipiert, um sich über sein verlorenes Reliquia hinweg zu trösten. Vom gescheiterten Kurator zum gefeuerten Entrepreneur. Bei Shinra werden Träume wahr. Ich weiß, ich kann zurückfahren vielleicht. Nee. Sag mal, Sid, stimmt's, dass du auch mal für Shinra gearbeitet hast? Tu ich im Prinzip immer noch. Kann ganz schön nützlich sein. Das passt mir aber gar nicht. Wir sind nämlich Anti-Shinra, kapiert? Und ich bin anti-autoritär, klar. Jeder, der mir Vorschriften machen will, kriegt aufs Maul. Deshalb bin ich so gern über den Boden. Da nervt mich niemand. Egal, wie laut unten gebrüllt wird, da oben höre ich nichts davon. Hier rumfahren jetzt? Okay. Schön, vorsichtig.
Wir danken Ihnen vielmals, dass Sie sich auch heute wieder für den Service von Bronco-Kreuzfahrten entschieden haben. Nanu? Hieß es nicht vorhin noch Airline? Uns wurden die Flügel gestürzt. Sid, danke, dass du uns bis hierher gebracht hast. Nicht der Rede wert. So, und jetzt geht's zum Gold Saucer. Da wollte ich ja eigentlich auch schon immer mal hin. Nehmt ihr mich mit? Aber klar. Du bist die Liebenswürdigkeit in Person, Aeris. Nicht? Also dann. Wartet. Wo ist Vincent? Dort. Was für ein arroganter Sack. Erinnert mich an gewissen jemand. Egal. Vergiss ihn. Oh. Meinst du mich? Du kannst in die Ozeanregion mit der Tiny Bronco bereisen. Wie dafür mit dem Touchpad das gewünschte Reiseziel auf der Weltkarte aus. Wenn du den Ozean überqueren willst, kannst du einfach den Hafen im Hafenwart in Sid ansprechen. Oder die Schnellreise machen. Neue Aufträge. Die Anti-Shinra-Verbindungsgruppe hat mit ihrer Kriegserklärung an Shinra für große Verunsicherung bei den Bewohnern aller Regionen gesorgt. Daher wird in vielen Städten und Dörfern momentan die Hilfe eines Alleskönners benötigt. Ein Blick aufs schwarze Brett lohnt sich also immer. Oh Gott, Leute, wir werden ewig in diesem Spiel verbrauchen. Neue Spielmodi freigeschaltet. Der Gold Saucer hat neue Attraktionen und Spielmodi zu bieten. Schau auf jeden Fall noch einmal bei den Chocobo-Rennen und beim G-Bike vorbei. Doch nicht auf den verschiedenen Squares, sondern überall auf der Welt erwarten dich neue Herausforderungen. In manchen Spielen musst du allerdings für eine Teilnahme erst gewisse Voraussetzungen erfüllen. Ist das etwa... Hey Cloud, zeig mal her! Sie riecht salzig, nach Gezeiten, nach einem Meer, das tausende Jahre alt ist. Wirklich? Ja, Opa hat mir mal davon erzählt. Vor langer Zeit, als das Meer noch das Zentrum des Planeten war, gab es einen Krieg zwischen den Piraten. Du kennst doch bestimmt das Spiel Piratenparty, oder? Es basiert auf dieser Geschichte. Cloud, willst du sie hören? Ja, warum nicht? Geschichten erzählen ist meine Spezialität. Es begab sich zu einer Zeit, in der es weder Flugzeuge noch Züge gab und die Menschen vor allem auf Schiffe angewiesen waren. Dass ein Pirat, den damals jeder kannte, zusammen mit seiner Mannschaft aus Dämonen über die Meere segelte. Es dauerte nicht lange, bis es zum Krieg zwischen den Piraten kam und das sonst azurblaue Wasser sich blutrot färbte. Als unser Kapitän schließlich siegreich aus jeder Schlacht hervorgegangen war, krönte man ihn zum Piratenkönig. Am Ende seines Piratenlebens wählte der Schrecken der Meere seinen wertvollsten Besitz, teilte ihn durch vier und versiegelte ihn an geheimen Orten. Zusammen mit seiner Mannschaft, die bis in alle Ewigkeit über ihn wachen sollte. Diese Karte verrät uns die Orte, an denen die Schätze des Piratenkönigs versteckt liegen. Und man sieht, dass ihre Siegel anscheinend gebrochen wurden. Wenn wir an diese Schätze wollen, müssen wir es mit der Mannschaft des Piratenkönigs aufnehmen. Keine leichte Aufgabe. Aber genau das macht die Sache ja so spannend. Wir werden zum Piratenkönig, glaube ich. Du hast die Karte des Piratenkönigs in die Finger bekommen. Wenn du alle vier Piratenrelikte im mittleren Ozean findest, kannst du mittels Synthese einen legendären Gegenstand herstellen, den der Piratenkönig selbst stets im Kampf bei sich trug. Erobere das Meer mit der Tiny Bronco und finde den Piratenschatz. Wir werden der allergrößte, krasseste Pirat auf Erden sein. Du kannst nun den Gegenstand Kompass des Piratenkönigs synthetisieren.
Nö. Stimmt, wir müssen erstmal alles finden. Oh ja! Oh mein Gott! Ich will gerade mal ganz kurz gucken. Wir haben in der Gras Mittlerer Ozean, gibt's jetzt auch noch. Ein Meer, das den westlichen und östlichen Kontinent voneinander trennen. Junon und Costa del Sol sind durch einen regelmäßigen Fährbetrieb miteinander verbunden. Okay. Ja, geil. Also, ja, wie gesagt, das Spiel dauert ewig. Was machen wir jetzt? Wir nehmen erstmal so ein Ding hier. Hey, jo, willst du nicht mitkommen, Vincent? Siehst du nicht, wie das Spaß macht? Vincent! Zoom! Ich will jetzt erstmal Karten spielen gehen. Und Leute umfahren. Die steige ich ab. Eins. Was? Let's Fetz? So. Was ist denn das für ein Fisch? Wer will hier gegen mich? Die sind allesamt so bildhübsch. Da weiß ich gar nicht, welche ich einsetzen soll. Hey, du! Du kommst genau richtig. Willst du nicht mal gegen meine Kärtchen hier antreten? Mein Name ist Dukatscha. Meine Karten lieben mich fast so sehr, wie ich sie liebe. Es gibt einen Trick, um die Liebe der Karten zu gewinnen. Und zwar muss man ihnen gut zureden, sie mit Komplimenten überhäufen und liebkosen. Jeden Tag, den ganzen Tag. Auch bei mir wird es langsam mal wieder Zeit, sie zu loben und ihnen zu sagen, wie stark sie sind. Deswegen bitte ich dich, mein Gegner zu werden. Die anderen sind schon ganz aufgeregt. Guck mal bitte, was da los ist hier. Blutfürst. Okay, wie kriegt Erictus gibt's hier? Ach, schön, endlich wieder Queensblatt. Also, Blutkönigin. Königin des Blutes. Wie hieß das nochmal? Ich habe mir gar nicht durchgelesen, was der macht. Ah, das wird nichts.
Mit der Stärke von verbündeten Karten von dir. Um 4. So, jetzt kann ich das mal nicht mehr machen. Okay, ich bin verwundert. Er ist auch schlecht gewesen. Meine heißgeliebten Kärtchen! Welch tiefer Stich ins Herz! Anscheinend lieben dich die Karten mehr als mich! Sage es mir, welche geheimen Worte flüsterst du ihnen ins Ohr? Verstehe, du sprichst durch deine Taten zu ihnen, richtig? Das werde ich beherzigen. Übrigens, hast du schon von jener Karte gehört, die es nur einmal auf der Welt geben soll? Der blutroten Königin? Was würde ich dafür geben, nur einen Blick auf sie erhaschen zu können? Falls sie wirklich existiert. Ich wette, sie ist eine unfassbare Schönheit. Auf jeden Fall. Feuchtfröhliche Ferien! Okay, also hier haben wir einige Nebenquests. Wir gehen als erstes nochmal dahin. Obwohl, wir können auch dahin gehen. Was ist los? Tropenfische sind lecker. Und der Hosenknopf. Wir müssen natürlich auch noch zum Johnny. Wir machen nur erstmal die Arbeit und dann das Vergnügen. Ich wollte eigentlich erstmal zum Grasland zurück, aber jetzt hat sich das eben halt so ergeben, ne? Einmal hier sind. Schau die Kamera richtig. Sind wir hier, bis ich gewinne? Spielerinnen, entschuldige mal bitte. Wir sind im Shooting. Nein, warte. Sag mal, bist du vielleicht ein Kartenspieler? Supi, prima. Ich bin Rihanna, ein Newcomer-Model. Wir haben uns etwas für eine Bilderserie überlegt. Und zwar wollen wir als Aufmacher eine Partie Blut der Königin nachstellen. Du könntest uns dabei sehr helfen. Würdest du als mein Gegner auftreten? Sicher, Frau Rihanna. Heretische Schöpfung, die kennen wir doch schon. Ersetzt eine verbündete Karte und reduziert die Stärke von verbündeten gegnerischen Karten im Effektbereich. Wir wollen direkt beginnen. Wir beginnen mal so. Das hat mich jetzt echt gewundert. Das hat mich jetzt nicht so gewundert. Schon hier. Wenn diese Karte zum ersten Mal verstärkt wird, reduziert sich die Stärke von gegnerischen Karten. Die Karte wird halt gar nicht verstärkt. Aber wir müssen erstmal. Thank you.
blöder Frosch, du. Nur einfach hoffen, dass nichts mehr passiert. Wie lange soll das jetzt hier gehen? Also vielleicht noch ein paar. Sehr cool. Wieder gewonnen. Der Schweiß, der von der Stirn tropft. Einfach perfekt. Das sind die besten Fotos, die ich je von dir geschossen habe. Und du erst, Kartenheld. Das hätte ich nie gedacht, dass mir hier so ein Rohdiamant über den Weg läuft. Schon mal überlegt, Fotomodell zu werden? Oh, gute Idee. Zusammen könnten wir als Kartenmodels so richtig durchstarten. Du kommst bestimmt ganz groß raus. Was sagst du? Verzichte. Wir werden hier noch ein paar Fotos mehr schießen. Schau doch mal wieder vorbei, wenn du die Zeit findest. Ha, voll die Schwächlinge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund. Vielen Dank an Robert Dark für die Kanalunterstützung. Und morgen geht's hier weiter. Tschüss.